Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Moment of Silence. Es geht weiter hier. Ja, wir sind wieder zurück von Luna 5. Wir sind der Hölle sozusagen entkommen, ne? Der Psycho-Hölle. So, wir sind ja noch am Flughafen. Ja, und haben jetzt festgestellt, dass dieser Techniker da in der Air Lounge ja, unsere gute Freundin Rita getroffen hat und ihr auf den Leim gegangen ist. Und die ihm eventuell nach dem K.O.-Tropfen Dings da ja sozusagen was abgenommen hat. Ein Ausweis für den Terminal C, wo die Cargo-Zeppeline abfliegen. Und da müssen wir hin. Und jetzt werden wir mal Rita befragen. Ihre Nummer haben wir ja schon. Aber jetzt wird man mal sie befragen, ob wir von ihr den Ausweis bekommen können. Wenn wir haben ihr ja schon was versprochen, aber ja gut, ob wir das einhalten können, wissen wir nicht. Aber wir müssen jetzt erstmal in die East-Zeit. Piep, piep. So, Essex Street. Gegen zur Kreuzung Stanton Street. Es geht weiter hier. So, und hier entlang. Rita, raus immer bitte. Hi Rita, ich bin's wieder. Ich seh's, Süße. Hast du noch mal kurz Zeit? Na klar, ich hab ja immer noch Hoffnung. Mhm. Gut, kennst du einen gewissen Gerald? Sag mal, kennst du einen gewissen Gerald? Gerald? Gerald wer? Gerald Myers. Er arbeitet bei den Cargo und Tech Services. Nie gehört. Wer soll das sein? Er war kürzlich dein Kunde, oder? Was soll das denn werden, Süßer? Hast du jetzt einen Job bei der Polizei? Also, ja. War er? Ja. Ja, war er. Er hat einen Ausweis bei sich. Hast du den noch? Wieso? Weil ich ihn brauche. Du brauchst einen Cargo-Services-Ausweis? Kannst du ihn mir geben? Hey, dafür kriegt man auf dem Schwarzmarkt ganz schön viel Geld. Na komm schon. Du bekommst sowieso nur Ärger, wenn du ihn verkaufst. Und du bekommst wohl keinen Ärger. Wer weiß. Na, von mir aus. Hier, nimm das Ding. Na, geht doch. So, perfekt. Ja, jetzt sind wir Geralt. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir wieder. Das war's schon. Nur weg von dieser komischen Zone hier. Da wollen wir nicht sein. Alles weg hier. Na, Pizza. Okay. Heruntergekommenes Viertel hier. So, wieder ins Satellitencar. Wieder zurück zum Airport. Weil wir werden gleich weiter. So, okay, Eingang. Mal den Ausweis angucken. Geralds Sicherheitsausweis. Perfekt. Gut. Ja, wir sind jetzt ein neuer Service-Monteur. Gut, wir bräuchten eigentlich noch so eine Monteurs-Uniform, dass nicht so auffällt. Aber ja, wird schon klappen. So, Bereich C. Wieder hier lang. Ja, und dann haben wir eigentlich alle Terminals benutzt, ne? So, ja. Wir gehen mal weiter. Gut, es hat ja geheißen, wir werden da gescannt, aber wir haben ja noch jede Menge Krempel hier. Jetzt wird es wahrscheinlich kommen, das Alarm, Alarm. Mit Interminal. Ausweis? Ich sollte meine Sachen an einem sicheren Ort lassen. Wer weiß, was passiert. Ah, okay. Mal schauen. Wir brauchen also einen Locker. Locker, einen Locker vom Hocker und so weiter und so fort. Dann nehmen wir doch das Schließfach da wieder, wo offen ist. So, das macht jetzt automatisch. Okay. Sehr schön. Also dasselbe Schließfach. Selbe Taktik eigentlich wie damals hier. Wie hat der geheißen? Graham. Ne? Wenn uns was passiert, dann haben wir ja
Ja gut, der Saumetallschlüssel hier. Na gut, die Taube nicht, aber ja. Ah ne, das ist der Schließfachschlüssel, oder? Der Schlüssel zum Flughafenschließfach von Mr. Oswald. Ah ja. Stimmt, wir haben den ja noch gehabt. Deswegen hatten wir jetzt hier auch ein Schließfach offen. So, das Tagebuch haben wir auch noch da. Okay. So. Ja, und damit wir das am sicheren Ort haben und jetzt nicht wieder zu Mr. Huntington wollen, schicken wir das mit der Taube, würde ich sagen. So. Gut. Die Taube müssen wir doch jetzt aber irgendwie rausschicken. So, ja gut, da müssen wir jetzt nochmal kurz aus dem Flughafen raus. Wenn man hätte denn auch hier irgendwo verstecken können, wobei, naja, hier sind Überwachungskameras. Wobei es eigentlich jetzt auch schon ein Fehler war, das ja an die Taube zu machen, das hat man doch gesehen, dass man, ja gut, wobei, ja. Wir schieben die Taube ja weg, das weiß ja keiner, wo die Taube hinfliegt, wenn die nicht überwacht wird irgendwie. Es ist so faszinierend, wie die Uhrzeit hier stimmt. Naja, nee, stimmt eigentlich nicht, es ist schon 26. Da steht 25. Edge. So. Wie schicke ich die jetzt los oder geht es automatisch? Ah, es geht automatisch. Und flieg zu deinem Hort wieder zurück. Taubenstall. So. Eingang. Ein gut, Eingang ist egal. Es gibt viele Eingänge. Na gut, was man jetzt hier oben nicht hin kann, auf die. Vielleicht ist es sogar Besucherterrasse oder sonst sowas. Übersichtsterrasse. Naja, aber das Spiel theoretisch nimmt die Systemzeit, aber eine Minute zu geht die nach hier. So, jetzt sind wir alle sorgenfrei. Gutes Büchle, das ist ja nicht aus Metall, aber ja. Ich möchte... Ah, ich hasse diese Navigation, Leute. Ich hasse sie. Dass hier auch nicht zum Beispiel angezeigt wird zum nächsten Bildschirmwechsel oder was. Das wäre hilfreich. Und das Problem ist halt, wenn ich zu weit hier rausgehe, dann... Ja, dann ist die Maus auf meinem nächsten Bildschirm, weil das hier keinen Schutz hat hier. Dass die Maus nicht verschwinden kann. Eindeutig Zeppelin hier, Terminal. Das Lesegerät hätte gerne. Ja, das kannst du gerne haben. Na? Air Cargo. Eine Plattform, interessant. Abseil mit einem... Okay, mit einem Kabelabseil, interessant. Oktober der 5. 2044. Ja, diesmal lief die Cutscene besser. Gut, ich habe auch in den Einstellungen mal was geändert. Ich habe jetzt die Kantenglättung ausgeschaltet mal vom Spiel komplett. Vielleicht war es nämlich das der Fehler. Dass das das nicht mag. Also hier wird sozusagen das Kabel eingefangen und dann kann man sich ja auch hier abteilen. Zeppelin. Das könnte anstrengend werden. Ja, nee. Ah! Puh. Na gut, okay. Könnte ich hier wieder... Nee, Cockpit. Jetzt könnte ich hier wahrscheinlich wieder zurückfliegen, oder? Nee, wir gehen aber erst wieder runter. Also wir sind jetzt hier vollkommen allein geflogen. Also gut, das Ding ist auf Autopilot geflogen. Aber ja, gut, das ist so natürlich, ja, da kann man es sehr leicht hier kapern, das ganze Ding. Was haben wir denn hier? Zwillingskanone? Interessant. Abwehrgeschütz oder wie? Ein Zwillingsgeschütz.
Vermutlich dient es dazu, die Plattform gegen Angriffe aus der Luft zu verteidigen. Naja, gut, die Plattform ist schon relativ runtergekommen hier. Gehen wir mal weiter. Hä? Das war hier Ketten. Die Ketten gehören wohl zu den Bojen. Die sind zu schwer für mich. Okay. Die sind zu schwer für mich. Okay. Aufzug, Aufzug. Treibstoff. Der Treibstofftank für den Generator. Vermutlich ist Polysirotan drin. Das ist hochexplosiv. Der Treibstofftank für den Generator. Vermutlich ist Polysirotan drin. Das ist hochexplosiv. Warum hast du das jetzt zweimal gesagt? Treibstofftank. Hier ist der Generator. Ja, deswegen hier auch die ganzen Kabel hier. Kann man hier irgendwas machen dran? Generator. Ein Generator. Er läuft nicht. Er muss laufen. Vielleicht ist es das Notstromaggregat. Weiß nicht, irgendwie muss der doch laufen, oder? Oder auch nicht? Na, hat Graham auch das Ganze hier entdeckt oder so? Steuereinheit. Schalter. Mir scheint, das waren nicht die richtigen Einstellungen. Einstellung? Hä? Ja, ich habe doch keine Ahnung, was ich da einstellen soll, oder? Hä? Was sind das hier für komische Ziffern hier? D? A? Interessant. Okay. Das hat nicht geklappt, wie es aussieht. Na gut, wir machen jetzt mal da nicht lang rum, warte mal. Aufzug. Steuereinheit. Hier ist das Gleiche, okay. Ich fürchte, ich muss es nochmal probieren. Was? Transportmechanismus? Der Aufzugmechanismus scheint mit etwas verbunden zu sein. Okay. Wir brauchen wohl irgendeinen Code. Gashahn? Ventilräder von Gasleitungen. Besser, ich drehe nicht daran herum. Okay, machen wir nicht. So. Ja, jetzt müssen wir gucken. Gleich im Tagebuch. War irgendwas gestanden mit Richtungsangaben? Mr. Oswald hat Tagebuch geführt. Ich weiß richtig. Ja. Ich muss erstmal wieder blättern. Das war ziemlich weit hinten. Das eine, wo ich gedacht habe, was ist das für ein Case? Hier. 5 auf der Erde verteilte Relaisstation. Da ist es hier vielleicht eine. Forschungsstation beim Mutterdreieck. Außer Betriebssetzung von 3 Stationen genießt. Sicherheitsschwächen bei Nullstrombetrieb. Okay. Code. OR M UR U U ist das jetzt C? U UR Nee, oder das ist UL wahrscheinlich. Ja, dann müssen wir das nämlich so probieren, dass wir das hier benutzen. So, das mal übertragen auf einen Zettel hier. Ganz schnell OR, M, UR, U, UL, U, UR.
So. Jetzt schauen wir mal. Funktioniert? Jetzt werden wir das hier eingeben. Dann mal gucken. Jetzt brauchen wir ein OR. Also sozusagen eine 0. 0 ist gleich O. Ist ja kein O. Oder ist das ein O? Jetzt brauchen wir hier ein R. Ein R, oder? Das da könnte er darstellen. Das hat nicht geklappt, wie es aussieht. Oder muss ich das am anderen Fahrstuhl machen? Verflixt. Verstehe es nicht. Also das, was ich gerade mit OR eingestellt habe, hat nicht geklappt. Und da hinten? Das ist dasselbe, oder? Ja, bloß dass der Knopf hier rot ist. Dann mach so Hieroglyphen. Das hat nicht geklappt, wie es aussieht. Okay. Tja, es tut sich nichts. Mist. Hallo? Wo ist jetzt meine Maus hin? Es passiert nichts. Auf zu. Weißt du überhaupt, wo er hin will, wenn ich das anklicke? Der rennt erst dahinter oder der rennt er wieder rüber? Also ich muss mir da informieren, Leute. Ich check's nicht. Es passiert nichts. Wir müssen ja an der Steuer halt was einstellen. Mr. Oswald hat... Ich war... Naja gut, ich hol mir da mal kurz Hilfe. Weil ich check's nicht, Leute. So, ich hab die Information.
Also linke Anzeige oben rechts, Mitte, unten rechts und unten. Ja, wie machen wir das jetzt? Wie stellen wir das ein? Also fünfmal den Taster hier. Wo war die Ausgang? 1, 2, 3, 4, 5. Das sieht nicht wie ein O aus, aber ja. Und zieh mal den rechten Pfeil nach unten. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Und das ist jetzt eigentlich so wie so eine 3U oder so, oder umgedrehtes F. Das hat funktioniert, okay. Ja, ich meine, in der Lösung steht, nämlich nach der Angabe im Tagebuch, mit dem, was er da reingeschrieben hat, soll man wissen, wie viel, welche Striche was bedeutet, aber das sehe ich nicht so. Wir können noch mal gucken, also das haben wir jetzt das erste Mal richtig. Erstmal richtig und das tue ich aber trotzdem nochmal. Ne, also da, das sagt mir nicht, wie das stehen muss, ne? Also von daher. So, wie geht's weiter? Also das haben wir eingegeben. Jetzt können wir wohl in den Fahrstuhl rein. Dann probieren wir das einmal. Ah, jetzt geht er. Okay, alles klar. Also wie sollte man darauf kommen, Leute? Also ich habe keine Ahnung. Wer es weiß, kann man es natürlich gerne beschreiben. Also anhand des Tagebuchs auf die Striche, wie die stehen müssen, hier zu kommen, das war mir jetzt ein bisschen zu wonky. Deswegen habe ich nachgeguckt. So, das muss man sich auch eingestehen. Steuereinheit ist wieder eine Klappe. Halt doch mal die Klappe. Was wohl hinter dieser Klappe ist? Ja, dann mach auf. Ich werde es nicht erfahren. Sie ist fest vernietet und zugeschweißt. Okay, das ist ein Argument. Unmöglich. Hier müssen extrem starke Ströme fließen. Ja, kein Werkzeug und er meint, dass starke Ströme fließen. Noch so ein Schlossmechanismus. Okay. Tür. Da müssen wir auch wieder einen Code eingeben im Prinzip. Da brauchen wir aber angeblich einen anderen Code. Okay. Eine massive Tür. Also hier braucht man einen anderen Code, heißt. Dann gehen wir wieder nach unten. So, dann gehen wir zu dem Fahrstuhl. Mal schauen, ob hier die gleiche Kombination passt. Wir bauen so eine Art, es hat als ziemlich ein umgedrehtes F. Und hier ziehen wir nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So praktisch sowas wie umgedrehtes F und ein U. So. Und jetzt in den Fahrstuhl. So, jetzt funktioniert er. Türen schließen. Es geht nach unten. Ja, das hätte man ein bisschen einfacher mal können hier. Also da drauf zu kommen. Also die wenigsten Leute werden wahrscheinlich da drauf kommen. Das will ich jetzt mal so sagen. So, perfekt. Wo sind wir jetzt gelandet? Eine Treppe,
Wasser. Die See ist relativ ruhig. Ist doch gut. Dann nehmen wir mal die Treppe. Hier ist ein Schlauchboot. Okay. Ein Schlauchboot. Sieht völlig seetüchtig aus. Ja, hoffentlich hat das Sprit. So, wo können wir damit jetzt hinfahren? Was? Anleger? Räder? Und wie fahre ich das jetzt? Hä? Wie mache ich das jetzt, Leute? Oder muss ich da irgendwo hinklicken? Irgendwas fehlt anscheinend noch. Ja, wir können den Aufzug nochmal angucken. Oder auch nicht. Master. Steuereinheit Treppe. Hä? Wasser, okay. Steuereinheit. Master. Es passiert nichts. Ja, warum soll da auch das ziehen? Ja, vielleicht müssen wir jetzt wieder den Code eintragen. So, und jetzt drücken wir noch einen Taster, dann fährt er fast schnell weg, oder? Hm, interessant. Aber um zu sehen, ob da was im Schacht ist oder so. Und nun? Sitze ich jetzt hier fest? Nee, kannst du ihn ja wiederholen. Ah ja, jetzt geht's hier auf. Interessant. Mechanik? Davon sollte ich lieber die Finger lassen. Sonst kann ich mich hier unten wohl häuslich einrichten. Ja, oder die Finger einklemmen. Eine Nische? Was ist das? Da scheint eine Nische zu sein. Der Aufzugsschacht ist gleichzeitig ein Ausrüstungsdepot. Das müssen wir ja mal wissen, ne? Taucherausrüstung mit Neoprenanzug. Sieh mal an. Eine Taucherausrüstung. Ja, wahrscheinlich passt uns der sogar. Nehmen wir alles mit. Ein Schalter. Sieh an. Sogar mit Beleuchtung. Ja, das bringt's voll. Wir haben es ja schon genommen. Alles klar. So, jetzt haben wir einen Tauchanzug. So, jetzt gehen wir wieder ins Boot. Das Boot. Und jetzt, Adler, können wir mit dem Boot was machen oder mit der Ausrüstung hier? Das ist die Taucherausrüstung, die ich hinter dem Fahrstuhlschacht gefunden habe. Der Lungenautomat scheint noch voll genug zu sein. Das ist doch gut. Kann man mal anziehen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall ausgerüstet. Und jetzt? Haben wir der Froschmann hier sitze. Irgendwas hier. Pfeiler. Ah. Da fehlt irgendwie der Motorsound. Was ist denn da? Hinweis? Oh, ein Warnhinweis. Ich müsste näher heran, um ihn lesen zu können. Ja, dann mach doch. Hochspannung. Hier scheint eine zentrale Stromversorgung zu verlaufen. Okay. Ja,
ein fieser Totenschädel hier. Okay. Und jetzt? Was bringt uns denn das? Was? Auf Tauchgang. Wir können ja auf Tauchgang gehen. Dann machen wir das einmal. Man kann sich kaum bewegen in diesem Anzug. Ich hoffe, das geht gut. Platsch. So, okay. Hier haben wir einen schaltenden Kasten. Das muss ich mir näher ansehen. Ja, dann mach mal. Auf Vorsicht. Auf der Kasten ist wasserdicht. Das muss der zentrale Stromschalter sein. Ja, natürlich. Der geht hier einfach dem Wasser schalten. Der ist bestimmt wasserdicht, ne? Oh mein Gott. Ich hoffe nur, er ist korrekt isoliert. Ich habe einen Funken gesehen, ja. Schau an. Na gut, wir sind hier komplett im Wasser. Plag, ja. Der wird sich hier verteilen, oder? Komplett. So, gut, dann haben wir das jetzt einmal ausgeschalten. Sonst noch irgendwas? Zur Oberfläche. Paddel, 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 paddel. Das haben sie wirklich schön animiert. Da, und wieder rein ins Boot. Quietsch, quietsch, quietsch. So, müssen wir noch irgendwo hinfahren? Pfeiler. Oh, eine Mine. Hehehe. Gute Mine zum bösen Spiel machen. Eine Mine. Die Dinger sind verdammt gefährlich. Also Vorsicht. Ich spiele mal. Oh mein Gott. Ganz Vorsicht. Ja, genau. Weil man die auch so einfach anfassen kann, ne? Du bist doch wahnsinnig, weißt du das? Aber schön. Eine Mine. Sobald ich alle Informationen habe, die ich brauche, jage ich diese ganze verdammte Station in die Luft. Ah, okay. Das wird er noch mit mehreren Stationen machen, oder? Du, okay. Dann wollen wir mal gucken, können wir jetzt... Halt, stopp. Moment mal, jetzt höre ich da einen Generator laufen. Ventilräder von Gasleitung. Na gut, da willst du wohl nichts dran machen, aber ja. Warte mal. Können wir da vorbeilaufen? Der Treibstofftank für den vermutlich ist... Naja, ist schon recht. Ich wollte eigentlich den Generator angucken. Der Generator läuft jetzt. Sieht aus, als ob er die Anlage hier mit Strom versorgt. Ja, schön. Ist doch schon mal schön. So. Okay. Dann probieren wir es nochmal mit dem Fahrstuhl. Ob wir da jetzt was machen können, wenn der Strom an ist. Haben wir nochmal einen Code? Nee, jetzt geht's, oder? Es passiert nee, doch nichts. Nicht. Ah, das ist ja wieder, jetzt müssen wir wieder den Code wieder eintragen. Gut, wir wissen ja jetzt mittlerweile, stopp, verkehrt rum, so geht's einfacher. Esther und wir. So. Gut, das war's. Piep. Und ab die Post. Ding. Mein Gott, hier ging es ja noch weiter, oder? Ah, da kannst du gar nicht hinlaufen. So, jetzt hat er nochmal hier gucken. Ja, aber jetzt... Ich fürchte... Warte mal. Sieh mal an. Der Strom ist abgeschaltet und die Tür geht auf. Wie? Der Strom läuft doch wie... Hä? Wow. Interessant. Was haben wir denn hier? Ein Computerraum. Ja, eine Computerzentrale. Ja, das würde Cyber gefallen hier, oder? Wir haben eine Kabeltrommel. Ach,
nur eine alte Kabeltrommel. Ja, warum? Etwas vorsintflutlich, diese Methode der Leitungsverlängerung. Ich denke, die Station muss schon im 20. Jahrhundert gebaut worden sein. Naja, komm. Nimm mit. Geht es? Nur eine. Ist eine alte Arbeitsleuchte. Dann was haben wir hier? Displays. Rätselhaft. Das sieht ganz nach Kommunikationssignalen aus. Hm. Rackmaster. Okay. Was können wir jetzt genau machen? Das sieht ganz nach Was? Transmitteranzeige? Der Fokus des Systems liegt offenbar auf Nordamerika. Okay. Das scrollen Transkripte durch. Vielleicht Fetzen mündlicher Kommunikation, Messenger-Gespräche. Hm, da wird hier abgehorcht, ne? Und da sind die Sendesignale, Signalanzeige. Das sind Sendesignale. Diese Anlage ist eindeutig ein sehr starker Sender. Okay. Alles Transmitteranzeige. Gibt's ja sonst noch was? Serverschrank. Das sieht nach einem ziemlich leistungsfähigen Server aus. Natürlich abgeschlossen. Ja, wer hätte gedacht, dass du das so einfach aufbekommen, ne? Das wäre viel zu einfach. Koordinatendisplay. Moment mal, das sieht interessant aus. Das scheinen Koordinaten zu sein. Vielleicht Sendekoordinaten. Am besten ich merke mir diese Koordinaten. Ja, dann lies mal vor. Zeig mal. Okay, warte mal. Zettel an mich noch. N minus 50023 Grad. Ja, okay, das ist es eigentlich schon. Zell 2. Was auch immer Zell heißt. Und M13. Gut. Was uns auch immer das Ganze bringt. Gut. So, dann können wir gehen. Hinaus. Interessant, wenn man praktisch das Ganze auf Notstrom-Aggregat macht, dann kriegt man die Tür auf. Ja, trotzdem überlegen. Wir haben jetzt dieses OR. Ne, ich komme nicht drauf, was das mit dem Buchstaben da zu tun hat. So, gut Leute, dann sind wir hier ja fertig. Weg zur Mine. Und da noch irgendwas machen. Ich werde diese ganze verdammte Plattform in die Luft jagen. Fragt sich nur, wie ich das Ding fernzünden könnte. Das weiß ich auch nicht. Fernzünden. Wir könnten
Wir könnten die Mine vielleicht mit dem Seil vom Zeppelin verbinden oder so. Und wenn die da dann irgendwie gegen das Geländer knallt, wenn der Zeppelin wegfliegt, dann könnte das Ganze in die Luft fliegen, oder? Vielleicht so. Mal gucken, ob wir das Seil irgendwie da hinkriegen. Eine Signallampe für den Ausleger. Das könnte anstrengend werden. Und jetzt geht er erst wieder hoch. Puh. Schalttafel. Line out, line in. Okay, da können wir nichts mitmachen. Fenster. Ich habe keine Ahnung, wie man die Dinger abstellt. Hoffentlich reicht der Treibstoff noch eine Weile. Zeppelin. Das könnte anstrengend. Ja, der klettert automatisch wieder nach oben, aber wir können doch jetzt noch nicht abfliegen, oder? Puh. Aber die Kette, die kriegt man ja nicht, ne? Mal gucken. Ich werde diese ganze verdammte Praxis nur... Ja, höchstens hier die Kette, aber die Kette können wir ja nicht mitnehmen. Die sind zu schwer. Na gut, ansonsten müssen wir einfach abfliegen. Oder gehen wir da von unten irgendwie an das Seil ran? Ich weiß es gar nicht. Hat das ja kein Lift oder was noch hier? Gut, Leute, wir machen aber hier mal Feierabend. Ich sage erst wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mir geht's beim nächsten Mal. Euer Lego. Bye, bye.